Ja, wir sind jetzt hier am Kriegersteg in Celle im Haus 2123 und haben großes Glück, dass die Handwerker und Monteure gerade schon ihre Sachen zusammenpacken für den heutigen Arbeitstag und uns noch ein paar technische Fragen beantworten können. Ja, Herr Weber, erstmal, Sie machen das Projekt ja hier in Celle, sind drei Häuser. Wir haben jetzt hier gesehen, dass schon mit dem ersten Haus angefangen wurde. Was wurde denn hier jetzt schon beauftragt? Hier wurden beauftragt, alte Kessel auszutauschen, neue Kessel einzubauen und später noch Vorbereitung für Blockheizkraftwerke. Und Sie sind von der Firma Deutner? Jawohl, aus der Wedemark. Und wir haben die Anlage hier installiert im Auftrag und haben halt auch schon für das BRKW die Anschlüsse vorgesehen. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie jetzt hier vorgefunden haben? Wir können nachher die alte Anlage in einem anderen Haus nochmal angucken, aber Ja. wie sah es hier aus, als Sie jetzt angefangen haben? Ziemlich voll, ziemlich chaotisch, weil es wurde immer nach und nach was neu gebaut. Viele defekte Teile, undichte Pumpen, Kraftstrompumpen, die ja heute nicht mehr eigentlich zulässig sind. Wir haben alles ausgetauscht gegen Niedereffizienzpumpen, also Energiesparpumpen und haben halt jetzt, sage ich mal, die Anlage auf den neuesten Stand gebracht, sind mit Kommodulen ausgestattet. Das heißt, wir können die Anlage auch mit dem Telefon dann fernbedienen über ein GSM-Modem. Also könnten wir auch von der Firma aus, also Fernwerten zugreifen und gucken, genau, was los ist. Fehlerbehebung, wenn irgendwas ist. Also das heißt Also technologisch jetzt auf den allerneuesten Stand der Technik. würde ich sagen. Herr Freund, Sie tun jetzt für die Firma Wasserturm hier die Heizungsanlage ersetzen und künftig auch die Wartung durchführen, also Ihr Ja, Unternehmen? das Unternehmen übernimmt auch die Wartung. Wir haben laufende Wartungsverträge, die wahrscheinlich im Bestand fortlaufen. Und einmal im Jahr kommt die Hauptwartung und alle halbe, also im Versatz, also haben wir dann eine Kontrollwartung. Das heißt, wir fahren hin, meistens haben wir einen Schlüssel ja sowieso und dann wird einfach kontrolliert, ob die Anlagen laufen, damit es, sage ich mal, eigentlich sorglos über das ganze Jahr geht. Herr Freund, jetzt kommt ja noch, also wir haben jetzt die Heizwerttherme, dann kommt das BHKW und dann gibt es einen sogenannten Pufferspeicher. Ja. Ja, für Leute, die jetzt nicht jeden Tag Heizung bauen, was macht man damit? Dafür nimmt man im Endeffekt die Energie, die er erwirtschaftet, der BRKW, die speichert man da drin und dadurch kann der länger laufen. Man nimmt dadurch die Spitzen raus und er hat ein gleichbleibendes Laufbild, kann den halt komplett vollheizen, geht dann aus. Wenn er jetzt den nicht hätte, müsste er ja irgendwo hin mit der Wärme, das heißt, er würde dann warm werden und würde ausgehen. Wir sind jetzt hier im Heizungskeller von Haus 2123 in Celle, wo Sie auch schon angefangen haben mit den Umbauarbeiten. Da haben wir auch die Handwerker gerade schon ein bisschen befragen können. Können Sie ein bisschen was erzählen über dieses Haus? Wie viele Wohneinheiten hat das? Wir haben hier im Haus 24 Wohneinheiten und haben noch zwei Objekte hier mit je 22 Wohneinheiten. Hier werden die alten Heizungsanlagen erneuert und zusätzlich werden BHKWs eingebaut. Wir erzeugen hier 250.000 Kilowatt Wärme und 110.000 Kilowatt Strom. Ist denn vorgesehen in diesem Projekt, dass Sie den Strom auch hier dezentral oder zentral weiterverkaufen? Der Strom bleibt im Objekt und ist etwa 1 bis 2 Cent günstiger für die Verbraucher als von außerhalb. Hilbert, es wird ja auf der Wetterwest-Plattform 210.000 Euro gefundet, plus die Fundinggebühr. Wie setzt sich dieses Projekt jetzt zusammen? Es sind ja drei Standorte. Und das heißt, können Sie ein bisschen erklären, wie das Geld verwendet wird, für welchen Standort, wann und so weiter? Also das Geld wird verwendet pro Objekt mit 70.000 Euro. Wir haben jetzt, wie gesagt, im Haus 21 angefangen. Das wird nächste Woche fertig. Und im Haus nächsten Objekt, das wird in 2 Wochen fertig werden. Und das dritte dann im nächsten Jahr wahrscheinlich. Im nächsten Jahr, ja. Okay. Herr Weber, jetzt werden alle drei Objekte ja mit 70.000 Euro jeweils pro Standort finanziert. Sind denn auch die technischen Anlagen am Ende identisch in jedem der drei Häuser? Ja, sind alle identisch, sind 90 kW Heizkessel und 20 kW Blockheizkraftwerke. Wetterwest.de. Nachhaltig, effizient, rentabel.